Beim ersten Anblick der Ostfassade des Kempner Rathauses wird sich mancher Ortsfremde unwillkürlich fragen: Kirche, Schloss oder Rathaus? Der Dachreiter mit der Zwiebel sieht aus wie der Kirchturm einer Barockkirche. Treppengiebel und die beiden Türmchen erinnern an einen gotischen Schlossbau. Der Treppenvorbau mit dem geschwungenen Giebel und dem Erker könnte zu einer barocken Hofanlage gehören. Im Kern stammt das Gebäude von 1474. Es ersetzte das ursprüngliche Fachwerkhaus, das zunächst als Kornhaus genutzt wurde, bis später dort auch Ratssitzungen und Gerichtsverhandlungen stattfanden. Steigender Wohlstand und wachsendes Selbstbewusstsein der Kemptner Bürgerschaft führte dazu, dass das Gebäude 1564 erweitert und ausgebaut werden konnte. Als um 1570 nasskalte Sommer und lange Winter im Allgäu zu Missernten und einer drastischen Teuerung geführt hatten, mussten die Arbeiten eingestellt werden. Zu einer einschneidenden Umgestaltung kam es nach dem Deutsch-Französischen Krieg von 1870-71. Es war die Gründerzeit. Nach dem Sieg über den französischen Erbfeind entwickelte sich die Konjunktur hervorragend. Der Künstler und Illustrator Ludwig von Cramer erhielt vom Magistrat den Auftrag zur Neugestaltung des Rathauses. 1878 konnten die Arbeiten mit der Fertigstellung der Westfassade beendet werden. Das Budget wurde um das 1,5-fache überzogen. Doch bereits 1897 blätterte der Putz. In den Sandsteinmauern zeigten sich aufgrund der Verwitterung erhebliche Schäden. Man begnügte sich zunächst mit Ausbesserungen. Im Dritten Reich schließlich besann man sich auf die Werte des Mittelalters und so wurde 1938 damit begonnen, das Rathaus im Stil der Gotik zurückzubauen. Kennzeichen der Ostfassade sind neben dem Mittelturm der Treppengiebel und die beiden Ecktürmchen. Auf einer goldenen Kugel über der Zwiebelhaube steht das Trompetermännle und versieht seine Funktion als Wetterfahne. In der Nische unterhalb des Turmansatzes hält Justitia Waage und Schwert. Die beiden Seitentürme tragen je einen Doppeladler. Die Wappen an der Fassade erinnern an wichtige Patriziergeschlechter aus Kempten. Im Vergleich zu dem Turm im Osten ist der Glockenturm an der Westfassade wesentlich bescheidener. Hier hat der Giebel keine Treppen. Die Südseite wird seit 1938 durch einen kleinen Balkon aufgelockert. Daneben zeigt ein Fresko aus demselben Jahr einen heroischen, nackten Heinrich von Kempten. Das Bild ist unschwer als Produkt seiner Zeit zu erkennen. Bei der Renovierung nach dem Zweiten Weltkrieg übermalte der Künstler das Spruchband und die vier Hakenkreuze in den Ecken. In der Empfangshalle sind noch die wuchtigen Säulen zu sehen. Sie sind größtenteils original erhalten. Dies ist eines von mehr als 2000 Scribe-Videos. Scribe-Videos gibt es zu über 100 Städten in Deutschland, von A wie Aachen bis W wie Würzburg. Mit der Scribe-App haben Sie Zugriff auf alle 2000 Videos und können bei Ihrem individuellen Stadtbummel mobil durch die Videos einer Stadt navigieren. Testen Sie die Scribe-App kostenlos.